Freddy, die dritte Ausgabe vom Tennispro Open Aargau ist bereits wieder durch. Wie fällt das erste Fazit aus, so ganz kurz nach dem Turnier? Ja, grossartig. Also einerseits von den Spielern, vom Spielniveau. Wir haben, habe ich gesagt, von Anfang an, dass da jeder kann schlagen kann. Und das war ja so gewesen. Also wir haben von der ersten Runde tolle Match gesehen. Und das zweite, das Publikum honoriert das. Wir haben noch nie so viele Zuschauer gehabt wie dieses Jahr. Also es sind gute Zukunftsaussichten für die nächsten Jahre. Du hast angesprochen, es sind so viele Zuschauer gehabt, schon in den ersten Runden. Dienstag, Mittwoch war die Tribüne fast voll gewesen. Wie bist du zufrieden mit dem, dass es jetzt im dritten Mal auch am meisten Zuschauer gehabt? Ich glaube, das ist eine Frage von, wir haben ein tolles Team, eine gute Organisation. Und nochmal, es ist ein Top-Tennis und das spricht sich um. Und das wird von Jahr zu Jahr, glaube ich, besser, noch besser werden. Und ich glaube, wir haben sehr viele Anstrengungen im Medienbereich, Marketingbereich. Und dank der Unterstützung auch von der AZ Medien, wo wir, ich glaube, die haben sehr viel geholfen uns, um so einen Zuschauer auf dem Markt können erleben. Jetzt hat die Schweizer dieses Jahr deutlich besser gespielt, als das noch in den vorherigen Jahren der Fall war. Was kannst du dazu sagen, zu den Schweizer, wie sie sich dieses Jahr geschlagen haben? Ja, da grossartig. Ich meine, für das machen wir es ja auch, das Turnier. Für die Schweizer in erster Linie, für die Aargauer natürlich auch. Und sie haben sich qualifiziert fürs Haupttableau. Und jetzt den Jakub Paul im Finale, das ist grossartig. Aber auch andere Schweizer, die mir sehr gut gefallen haben. Der Severin Lüthi war ja da, praktisch jeden Tag, und hat da neue Talente gesichtet. Und da war auch hoch begeistert gewesen. Er hat gar nicht gewusst, dass man doch den einen oder anderen Junge hat, der könnte mal im Davis Cup spielen. Welchem Spieler, den du hier siehst, im Verlauf dieser Woche würdest du in den nächsten paar Monaten am meisten zutrauen? Gut, also der Jakub Paul, also der überrascht mich. Ich meine, den haben wir das letzte Jahr gesehen bei uns an der Fromm Swiss Junior Trophy. Und der hat knapp verloren, aber was der, die Entwicklung, die er gemacht hat in den letzten Monaten, das ist grossartig. Und mir hat halt am besten gefallen, so ein vom Typ her, der Wimbledon-Sieger von U18 vom letzten Jahr. Und ich glaube, den müssen wir irgendwie auf die Rechnung nehmen in den nächsten zwei Jahren. Und ich gehe davon aus, dass der wird weiterhin mal ganz vorne dabei sein wird.